Es ist so wunderschön. Ich muss ins Licht gehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Control. Wir befinden uns im Ocean View Motel. Haben letzte Folge gegen einen gewissen... ich bin schlecht vorbereitet. Gegen einen gewissen... Ich weiß es natürlich. Thomases, Alter. Den Alberto gekämpft. Und jetzt sind wir in diesem Traum? Fragezeichen. Wa? Und gucken uns mal an, was hier so abgeht. Hallo? Ist da jemand? Nochmal? Nochmal? Bruder? Ist das so ein Horrorhotel? Motel? Irgendwas... Die Türen gehen auf und zu da hinten, ne? Lul. Je nachdem, okay. Wir machen die erste Tür auf. Und die bleiben zu, wenn ich nicht das Ding wieder drücke, ne? Okay. Zwei, 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 vier. Okay. Und hier ist die richtige wahrscheinlich. Weil hier liegen Schlüssel. Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Was passiert, wenn ich nochmal drauf drücke? Ah, okay, das waren alle Türen. Jetzt können wir wahrscheinlich hier vorne die Tür öffnen. Mir ist das Symbol vorhin gar nicht aufgefallen. Oh nein. Ob wir da reingebeamt werden, wenn ich jetzt den Lichtschalter drücke? Wahrscheinlich erst beim zweiten Mal. Beziehungsweise alle guten Dinge sind drei. Hebe die Hotline ab. Ach, die Spiele heutzutage, die verleiten einen doch dazu. Jonathan Apelt. Stimmt, ich erinnere mich. Wir wussten ja schon, dass das Telefon erneut so ein Teil ist. Aber was passiert? Hier. Nutze die Hotline, um mit extradimensionalen Entitäten zu kommunizieren. Wie tue ich das? Ich bin tot. Das zählt aber nicht. Spektralebene, Allah. Nutze die Hotline. Ja, wie nutze ich denn die Hotline? Wo gehe ich denn ans... Kann ich jetzt... Ups, nein, das nicht. Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Das wollte ich nicht. Nutze die Hotline? Ist er jetzt mein Freund? Warte mal, da hinten. Muss ich da hingehen? Ich muss da hin, oder? Warte mal. Oder so aggressiv? Nee. Oh. Controller weggeworfen. Ich bin übrigens nicht gestorben hier. Ich habe nämlich nur ein bisschen Leben verloren. Also, steck deinen Death Counter weg da in die Hose wieder zurück. Schlawiner. Es kommt.
Ach, der... Ah. Oh. Ich realisiere, dass da noch so ein Typ ist. Oh, das Telefon klingelt schon wieder. Da muss ich rangehen, Leute. Da muss ich rangehen. Halt dich bitte fest. Oh, Gott sei Dank. Ah, oh, es kommt nichts mehr. Ich bin noch nicht am Ziel. Nicht gut gemacht, schreiben. Jonathan Apelt? Oh. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall, Marshall besonders, meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Mann, ist sehr cool. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Wichtig. Ich muss zurück zu Emily. Und richtig. Emily! Ja. Heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Warte, was? Sie könnte helfen. Weiß hier was, oder war das nur, weil das die Gedönse da mit mir geredet hat? Warte mal. Oh, das ist doch ein Weg. Wo wollte ich denn hin? Ach ja. Wo sind wir? Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Kann ich jetzt hier rein? Ah, nee. Zugangslevel 4. Ich habe mich kurz gewundert, warum hier Leute stehen. Ah ja, die sind da hinten drin. Kann ich jetzt hier eigentlich speichern? Ja, ne? Outfits. Habe ich nix. Gibt die Emily mir jetzt ein cooles Polizeioutfit? Jesse, hast du die Hotline? Ja, Mann. Ist da draußen? Kommunikation. Auf drüben! Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft.
Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Oh nein. Oh shit. Warte mal, Fertigkeitspunkte? Hörst du das? Gesang. Das kommt es aus dem Aufzug. 20 Meter hoch schweben lassen. Unsinn. Bestätigt wurde nur bis zu 5 Meter. Als ob. Was ist da los? What the fuck, wie viel gibt's denn noch? Ich hatte das Spiel fast durch. Mehr Schaden durch Schleudern, mehr Schaden durch Psy-Schleudern, benutze ich eh nicht. Mehr Energie, mehr Energie. Waffen vorm Platz. Ah. Alter, wie lang ist denn das Spiel? 29 Level benutzen, um noch einen Modifikationsplatz freizuschalten. Huch. Ja, das brauche ich auf jeden Fall auch. 25%? Wie viel habe ich denn noch? 2, ne? Mehr Schaden, mehr Energie. Ah, 3 brauche ich dafür. Ja, komm, mehr Schaden. Ja. Offensichtlich. Was ist hiermit? Modifikation? Zufällige Modifikation erstellen. Wo ist der Unterschied hier? Hauserinnerung, nicht definierte Werte. Lebensschub. Schleudereffizienz. Aufwerten. Ah, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Okay, ich verstehe mehr oder weniger. Waffenform. Hast du nie die P6-Daten gelesen? Ist das hier? Oh. Challenges? Okay. Amtswaffe im Ladermodus. Stichmodus. Naja, okay. Junge, als ob da jetzt einer singt, das ist so Psycho. Genau, hier habe ich jetzt was Neues, ne? Richtig? Also, neuen Platz. Oder habe ich was anderes bekommen? Nein, habe ich nicht. Das mal wieder rein. Oder habe ich einen Waffenslot bekommen? Was habe ich denn bekommen? Achso. Hä? Hä? Warte mal, was? Es gibt's mehrere Waffen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber wer singt hier?
Und was ist hier eigentlich los? Das und vieles mehr erwartet uns in der nächsten Folge. Haut rein!